So, einen wunderschönen guten Abend an dieser Stelle, liebe Zuschauer. Ich grüße Sie an dieser Stelle. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Das Bild ist. Ja, jetzt strömen noch weitere Webinar-Teilnehmer dazu. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2015. Ich hoffe, Sie sind gut rübergekommen und freue mich, dass Sie heute hier zugegen sind, um mit mir gemeinsam, Christian Kämmerer, an dieser Stelle hier auf die Charts zu blicken. Gerade jetzt wollen wir hier noch mal kurz den Bogen schlagen. Das gerade schon erwähnt, aber die Zuschauer strömen weiter rein. Wir werden, wie gesagt, hier die Live-Events weiter ausbauen unter mittelfristiger Natur. Insbesondere, wir haben heute, wie gesagt, das erste Live-Charting-Webinar von JFD selbst, von der Live-Event-Seite, beziehungsweise hier ja zu finden, jeden Monat 4 Stück. Wie auch schon im letzten Jahr angekündigt, wird das tendenziell zunehmen. Wir arbeiten daran, ein tägliches Mittagswebinar einzuführen, was dann an dieser Stelle mehr oder weniger, und da komme ich jetzt hier zum JFD-Devisenradar, hier dieses Mittagswebinar, was hier praktisch auch immer stattfindet, sozusagen ergänzen wird. Das JFD-Devisenradar ist praktisch jetzt der neue Mantel. Früher hieß es nur das Devisenradar und seit diesem Jahr ist JFD hier der Sponsor, was mich sehr freut. Und insofern arbeiten wir hier mit Gottmaud und praktisch JFD Brokers in einem gemeinsamen Kontext. Und das JFD-Devisenradar findet, wie gesagt, jeden Mittwoch von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr statt. Noch, wir planen ja eine kleine Änderung. Da ist, wie gerade gesagt, schon in Kürze, wahrscheinlich im kommenden Montag, dann die Mittagswebinare geben, die dann darauf aufbauen, auch diese JFD Gottmaud TV-Sendung, also hier der Livestream jeden Tag ab 9:30 Uhr, heute mit Euro, US-Dollar und eben der Prognose, dass es weiter runtergeht. Das war aber eigentlich auch keine Überraschung, der Euro generell weiter schwach. Wir werden dann dazu auch weitere Gimmicks schalten in Sachen Livestream, in Sachen Webinare und dann insbesondere im Zuge dessen, dass wir ja auch hier einen eigenen JFD Guidance Desktop ins Leben rufen. Wir arbeiten mit Hochtouren dran. Der Desk wird in Kürze kommen und da würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie sich dann auch dort hin und wieder blicken lassen, hin und wieder vorbeischauen, Kommentare abgeben, auch Wünsche äußern oder dergleichen. Grundsätzlich ist es so, wir suchen weiterhin die Kundennähe, wollen das Ganze weiter aufbauen und es wird auch noch darüber hinaus über den Desktop, über die Webinare, über die Livestreams noch diverse Events geben, lassen Sie sich überraschen, wird spannend, bleibt spannend und das ist schon mal elementar. Wie gesagt, hier die Abendwebinars kennen Sie ja, es wird Ergänzungen geben. Wer es noch nicht kennt, das Gottmaud JFD-Devisenradar jeden Mittwoch unter Umständen in Kürze am Mittwochnachmittag. Auch nicht schlecht, wenn wir dann die US-Action ein bisschen abfangen können. Heute soll aber der Fokus im Schwerpunkt auf dem klassischen Live-Charting liegen, anders als heute Mittag mit dem Schwerpunkt Devisen. Natürlich können Sie jederzeit eine Info geben, wenn es denn darum geht, einen gewissen Wunschtitel analysiert zu bekommen. Dafür ist auch diese Sendung da. Das Live-Charting dient natürlich dem Zweck, dass ich Ihnen den Blickpunkt eines Research-Analysten liefere. Wohin könnten denn die Tendenzen gehen? Aber andererseits haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit Ihre Meinung zu äußern und auch einen gewissen Wunschtitel einzuwerfen. Roman an dieser Stelle, da am besten nochmal Kontakt. Ich lese gerade, dass es hier einen kleinen Bug mit den Anmeldungen gab. An dieser Stelle durchaus nochmals mit dem Kundenservice in Kontakt treten, also den Support at JFD Brokers mal anschreiben und da mal nachhaken, denn ich selbst stand gerade im Dezember ja unter erhöhtem Verbindungsdruck, dass wir das eben geregelt bekommen, dass die automatisierten Anmeldungen vonstatten gehen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben die Mittagssendung auch planen und da natürlich alles reibungslos klappen sollte. Also das Jahr bleibt spannend, ist spannend, doch was machen die Märkte? Zunächst, das muss in Kürze oder in Zukunft besser gesagt auch immer wieder mal sein. Wir haben es hier natürlich jetzt mit einem klassischen Risikohinweis zu tun, den ich hier einfach mal aufwerfe. Sie wissen ganz klar, dass das hier alles Informationen sind. Selbst wenn ich Handelsempfehlungen ausspreche oder diese auch selbst durchführe, sind das letztlich keine Anregungen für Sie, hier aktiv zu werden und mir blind nachzuhandeln. Sie müssen darauf achten, dass das hier praktisch alles
Information sind und keine Anregung zum Kauf oder Verkauf, geschweige denn eine Anlageberatung und dergleichen. Letztlich ist es so, dass ich Ihnen hier meine Sichtweise betrachte und jeder selbst natürlich verantwortungsbewusst mit seinem Geld, seinem Konto, dem Buy-and-Sell-Button umgehen muss. Die Verantwortung kann keiner abnehmen. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, gemeinsam hier über die Märkte zu fegen. Der ein oder andere wird auch höchstwahrscheinlich den S&P-Report meinerseits vom gestrigen Handelstag gelesen haben. Da will ich gar nicht zu viel drauf eingehen. Ich will Ihnen nur noch mal die Zyklusgrafik zeigen, die sich eben daran herleiten lässt, wenn wir vom 7-Jahres-Zyklus sprechen. Auch das wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Ich werde die Chart-Präsentation aber in gewissen Rhythmen, ich hatte es erst im Dezember gemacht, zur Jahresabschlussbeschau, werde dies aber dennoch in sicherlich 1-2 Monaten weiter forcieren, denn wenn die Zyklik recht behält, dann haben wir es in Kürze rein statistisch gesehen mit einer größeren Abwärtsbewegung zu tun. Inwiefern die durchschlägt, ob die kommt, muss ich zeigen, aber wir als Charttechniker orientieren uns ja nun mal an den vergangenen Geschehnissen und auch die Zyklusanalyse hat ja in Betrachtung dessen, dass man hier die technische Analyse mit ihren vielfältigen Analysemethoden betrachtet, auch einen hohen Stellenwert. Also Zyklusanalyse ist tatsächlich ein Schwerpunkt, ein Fakt in der technischen Analyse. Und ja, so einen Zyklus sehen wir hier beim S&P 500, der wie dargestellt eben hier mit grün den 7-Jahres-Abstand kennzeichnet und in rot markante Hochs. Und Sie sehen, das liegt alles relativ beieinander. Hier unlängst im Dezember bei 2093 rund das Hoch ausgebildet und das Zyklushoch war im Oktober. Man muss natürlich, das ist ja Monatschartintervall in Candlestick-Basis, den Kursen etwas Spielraum einräumen. Das heißt, wir haben es hier durchaus mit Verschiebungen im Maximum bis zu einem Jahr zu tun, also vom Zyklushoch und dem 7-Jahres-Hoch. Aber rein technisch gesehen bewegen wir uns hier in einer sehr, sehr interessanten Phase. Und Sie sehen natürlich hier diese Dynamik nach der Finanzmarktkrise, diesen Rallye-Impuls, der gleicht schon nahezu diesem Rallye-Impuls von 94 bis 2000. Und ich brauche Ihnen nicht sagen, was danach passiert ist. Natürlich hatten wir es damit mit einer Dotcom-Blase zu tun. Wir befinden uns jetzt in einem anderen Jahrzehnt. Wir befinden uns jetzt in einem ganz klar anderen Umfeld. Und man kann die Situation sicherlich nicht vergleichen, schon gar nicht hier mit den 70ern, als das Bretton Woods-System kippte oder dann hier 80er Ölpreiskrise und dergleichen. Aber die Zyklen, die Marktmechanismen wiederholen sich dann letztlich doch. Wie heißt das so schön? Die Geschichte wird letztlich immer wieder gespielt. Es sind nur wieder die Marktteilnehmer, die sie immer wieder neu erleben. Die frischen, jungen Marktteilnehmer sozusagen. Gut, wollen wir uns aber jetzt konkret mal dem Markt zuwenden. Und dazu will ich einfach mal hier den Index-Scan zur Berate ziehen. Wir haben hier diverse Indizes größerer Natur und hier haben wir gleich im Startbild mal den DAX, der sicherlich bei Ihnen auch den höchsten Stellenwert genießt, da der DAX ja grundsätzlich das beliebteste Anlagevehikel der Deutschen ist. Wenngleich ich auch ergänzen muss, sicherlich nicht das leichteste. Also der DAX hat durchaus wilde Ausschläge zu verzeichnen und man muss natürlich auch hier wissen, dass man hier auf einem sehr großen Marktplatz mitspielt, wenn man sich mit dem DAX-Handel beschäftigt. Keine Frage, durchaus zweckmäßig, aber ich gebe auch hier immer den Tipp, gerade wenn man vor dem Hintergrund eines Multi-Asset-Brokers agiert, Sie können natürlich auch einzelne Titel aus dem Index selbst handeln, die zuweilen immer wieder sehr, sehr viel interessantere charttechnische, formationstechnische, indikatorenbasierende Signale auswerfen als der Index selbst. So ein Index lohnt sich definitiv zur Überwachung der generellen Tendenz. Ja, das werden wir auch gleich mal genauer beschauen in diesem ja doch schon blanko gehaltenen Chart. Sollte man in jedem Fall dann immer wieder auch mal zur Rate ziehen. Aber warum denn nicht Einzeltitel aus dem Index covern, traden, handeln? Wer im Intraday-Bereich aktiv ist, der ist sicherlich dann auch am Devisenmarkt sehr gut aufgehoben, wenngleich man auch hier Positionstrading betreiben kann. Aber grundsätzlich gebe ich hier den Tipp an dieser Stelle, handeln Sie doch aus dem Index heraus, ruhig mal den einen oder anderen Titel. Ja, also da lohnt durchaus mal der Blick in den DAX hinein. Das können wir auch heute gerne mal vollziehen. Wenn der ein oder andere von Ihnen da sozusagen einen Lieblingstitel hat, nur zu. Das Webinar heute dient ja hier auch der Identifizierung möglicher Marktsegmente, möglicher Marktimpulse,
die dann auch vielleicht dem einen oder anderen Hinweise für eine gewisse Absicherung geben. Wenn wir den DAX aber jetzt mal hier im großen Bild betrachten, auf Wochenbasis, ähnlich wie dem S&P, den wir uns gerade im Mega-Zyklus angeschaut haben, liegen wir natürlich hier seit 2009 in einer sehr, sehr steilen Impulsbewegung, die im Bereich von 10.000 Punkten, man höre und staune, hier ihren möglichen Hochpunkt gefunden haben könnte. Heißt nicht, dass es der Fall sein muss, aber gefunden haben könnte. Wir sehen hier oben, und da lohnt wirklich mal immer der Zoom raus aus der engen Brille, aus der kleinen Tagesschartbetrachtung. Wir sehen hier im Wochenchartintervall, dass wir hier im Bereich der 10.000-Punkte-Marke ja definitiv Schwierigkeiten haben. Der Index hier also zu kämpfen hat, nachhaltig über 10.000 Punkte zu ziehen. Und wir haben hier oben, und das will ich nicht mit einer einzelnen 10.000er-Marke definieren, sondern vielmehr mit so einem kleinen Horizontalwiderstand, faktisch eine Widerstandszone, die zunächst ganz klar Relevanz behält und Relevanz hat und das mit Sicherheit auch für die nächsten Wochen haben könnte. Man darf mal gespannt sein, wie der DAX sich jetzt hier im Zyklus des Jahresauftakts schlägt, der ja grundsätzlich, wenn wir das natürlich jetzt mal hier betrachten, mit den Bewegungen vom Januar arg schwerlich zeigt. Gerade aber vor dem Hintergrund, dass natürlich die Jahresendrallye auch so weit von Mitte Dezember an gesehen wieder Fahrt aufnahm. Ja, wohl bemerkt, es fing ja alles schon an im Oktober, hier speziell nach dem Oktober Sell-off wieder nach oben zu ziehen. Aber siehe da, wir hatten hier bei 10.000 Punkten eben doch den Deckel drauf. Wenn man hier nach markttechnischen Punkten vorgeht, und das ist immer sehr zweckmäßig vor dem Hintergrund hier nicht nur schräge Trendlinie zu ziehen. Faktisch sind eben die Resistance- und Support-Levels das Entscheidende. Und daran orientieren sich auch die großen Marktteilnehmer. Wenn wir hier das Hoch sehen, das Tief, das Hoch, das Tief, dann haben wir hier ein höheres Hoch gemacht. Das sah schon mal ganz gut aus. Und jetzt sind wir hier in so einer Phase. Hoppala he, was passiert jetzt hier? Der charttechnisch Affine kann, und das will ich jetzt mal an dieser Stelle zeigen, hier durchaus interpretieren. Aha, wir haben es hier möglicherweise. Wer errät es von Ihnen? Sicherlich keine Überraschung. Aber der eine oder andere Marktteilnehmer wird hier sicherlich eine SKS sehen. Was ist eine SKS? Eigentlich eine Schulterkopf-Schulter-Formation, die sich als Top darstellt. Nur hier haben wir es mit einer inversen SKS zu tun. Also eine inverse SKS, die sich umgestellt, sage ich schon, anders darstellt als die klassische. Die klassische ist eben eine Top-Formation. Hier haben wir eine SKS, die sich sozusagen als Umkehrformation von unten heraus entwickelt und dann entsprechend für steigende Preise spricht. Das heißt, der DAX hat hier durchaus Spielraum in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen, noch ein Stück weit nach unten zu segeln, um dann möglicherweise das Handelsjahr 2015 weiter mit, ja, euphorischen Preisen zu segnen. Denn Sie müssen wissen, die Euro-Schwäche und auch natürlich das Umfeld des Euros im Allgemeinen. Wir haben ja heute wieder ein neues Jahrestief, tiefster Stand seit 2006 gesehen, beflügelt natürlich die deutsche Exportwirtschaft. Ja, auch die Ölpreiskorrektur. Das sind Rahmenbedingungen, die dem Markt, den Unternehmen hier auf breiter Front zugutekommen. Und das dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den zukünftigen Bilanzen auswirken. Und das soll heißen, der Markt ist hier technisch durchaus in der Lage, hier die 10.000-Punkte-Marke zu brechen. Allerdings, dann nehme ich den letzten Punkt mal raus, muss der Index eben dann auch hier signifikant über dieses Niveau rausziehen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann bleibt das hier die große Ungewissheit, um eben zu sagen, was passiert hier. Wenn wir per Wochenschluss, idealerweise, wenn wir 2 Wochen über dem Niveau des letzten Höchststandes notieren, und das will ich Ihnen nochmal genau definieren, das Hoch hier vom Anfang Dezember 10.093, knapp 10.100. Man darf sagen, wenn der Markt hier es schafft, über 10.100 Punkte zu schließen und sich auch 1, 2 Wochen drüber zu halten, sieht es gut aus, dass wir hier weitere Hochs zeigen und hier diese, ja, mögliche SKS-Formation tatsächlich ihre Erfüllung bringt. Ob es passiert, sei mal dahingestellt. Denn wir haben hier, wie gesagt, markttechnisch die Struktur, dass wir jetzt hier ein höheres Tief sehen sollten. Wenn das geschieht, haben wir hier im Einklang dieser SKS durchaus die Möglichkeit, dass der Markt hier sich nach oben entwickelt. Anders sieht das natürlich aus und man muss an den Märkten, dass es sich immer um konditionelle Analysen handelt,
Das heißt, wir müssen den Markt beobachten, der Markt lebt, der Markt bewegt sich, es ist nicht statisch, man muss seine Analysen anpassen, man muss seine Beurteilung neu bewerten. Das macht natürlich auch das Ganze sehr, sehr interessant. Und auch im Trading ist es natürlich so, wenn Sie einen Trade absetzen, gibt es nur eins, was Sie tun können, den Stop-Loss setzen und letztlich abwarten, ob die Wahrscheinlichkeit eines Gewinntrades für Sie spricht oder nicht. Tut sie es nicht, und das wäre praktisch hier bei dieser Formation, sofern man dann davon ausgeht, dass der DAX nach oben zieht, eine Umkehr bildet und eben hier nicht so eine schöne, mustergültige SKS ausbildet, sondern hier weiter zurückfällt, dann wird es hier im Bereich dieses Tiefs vom Oktober, als eben hier diese Crash-Ambitionen schon stattfanden und hier toppten viele, viele Aktien auch, also es sah tatsächlich so aus, als würde der Markt stärker zurückkommen. Wenn wir hier signifikant unter das Niveau, und da kann man auch wieder ein Stück weit in die Vergangenheit zurückgehen, hier das Niveau von 8.700 Punkten per Wochenschlusspreis unterschreiten. Das machen wir jetzt mal hier mit einem Supportlinchen, damit wir das fix machen. So, Unterstützung. Und machen wir hier noch diese Marginalunterstützung hier rein. Da haben wir natürlich den Spike vom Oktober gesehen, aber das ist ein interessantes Level auch als Stützungspunkt für den Index selber im Sinne dieser möglichen SKS-Formation. Also hier die Lage jene, dass wenn der DAX hier unter 9.000 nochmal fallen sollte, hier ganz nach unten orientiert die Marke von 8.700 dann das letzte Warnsignal darstellt für den Fall, dass diese bullische Orientierung hier nicht erfüllt wird. Ja, und wenn es dazu kommt, dann habe ich hier diese schräge Trendlinie mal eingezeichnet, wenn gleich schräge Trendlinien in Anführungszeichen schräger Natur sind. Dann will ich Ihnen gleich nochmal die nächste Unterstützung von den früheren Allzeithochs einzeichnen, nämlich hier den Bereich um 8.150. So, kann sich natürlich hier auch alles noch ein Stück weit hinziehen. So zum Beispiel, Punkt hinzufügen, dann vielleicht so. Das gilt es mal abzuwarten, aber die Situation kann in jedem Falle dann sich dementsprechend nach unten entwickeln. Und wenn wir da jetzt nochmal von den Stoppkursen sprechen, mir der Thomas gerade dankenswerterweise gesagt, dann reden wir natürlich auch über Take-Profit-Ziele. Und dann reden wir auch natürlich über hier mögliche Gewinnziele. Faktisch ist aber, Sie müssen zuallererst Ihr Risiko definieren. Das ist die einzigste Möglichkeit, die einzigste Chance, die Sie haben. Auch das Einzige, was Sie im Wesentlichen an den Märkten beeinflussen können. Denn wenn Sie das Risiko nicht beeinflussen, beziehungsweise das Risiko managen, dann ist alles dahin. Aber richtig ist natürlich, man muss auch Gewinnziele nach oben ablesen. Ja, also man sollte sich hier in Chance-Risiko-Verhältnissen bewegen. Über 2, 1,52 ist so das Minimum, eher denn alles, was drüber ist. Gerade als Trendfolger muss man hier mit höheren Trefferquoten, sage ich schon, man arbeitet da ja generell mit geringeren Trefferquoten. Nein, man muss gerade hier mit hohen Chance-Risiko-Verhältnissen arbeiten, um eben interessante Punkte zu finden. Und dazu dient ja eben auch die Charttechnik. Ich werde mal hier die Linie noch ein Stück weit nach unten anpassen. Nehmen wir mal die 8.100-Punkte-Marke. Dann haben wir hier das relativ sauber abgezeichnet, eingezeichnet. Hier eben die Hochs aus 2007, diese Top-Bildung, auch das frühere Allzeithoch. Und jetzt haben wir hier nochmal das Niveau der 2013er-Phase, und das ist hier definitiv ein Supportbereich auf der Südseite. Nach unten gesehen sollte es das, wie gesagt, gewesen sein. Wenn der DAX noch deutlich unter 8.000 absackt, dann ist die Geschichte passé. Aber rein technisch gesehen, rein fundamental spricht nicht viel dafür, dass wir hier jetzt 2013 den großen2015, sorry, den großen Untergang sehen. Natürlich die Zyklik beim S&P 500 muss man im Hinterkopf haben. Das würde dann hier dem Szenario Plan B entsprechen, wenn der DAX hier nach unten abdriftet. Aber da komme ich eben zu dem Punkt, man muss sich hier an den Charts orientieren, entlanghangeln, und eine andere Möglichkeit haben wir letztlich nicht. Charttechnik ist kein heiliger Gral. Es dient letztlich als Timing-Instrument und der Möglichkeit, hier mögliche Szenarien abzubilden, um dann daraus hin oder daraufhin besser gesagt interessante Trade-Chancen abzuleiten. Um nochmal Chance-Risiko-Verhältnisse abzuwägen, wer denn hier zum Beispiel auf den DAX spekuliert oder setzt der jetzt denn hier in Richtung 9.000 Punkte segelt in den nächsten Wochen, sofern es denn überhaupt dazu kommt. Je höher das Tief hier ist, desto besser, um dann eben hier nochmal die 10.000-Punkte-Marke anzugreifen. Wenn wir hier aber dieses Niveau als Einstiegszone nutzen würden, beispielsweise als Limit-Buy-Order,
dann könnte man hier durchaus erwägen, dass der Stopp dann hier eng bei 8.700 Punkten ist. Und das kann man hier mal sehr schön durch diese Preisbereiche definieren. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das hier unser Risiko wäre. Dann hätte man natürlich im Kontext dessen, wenn man rein mit Pending Orders arbeitet, allein bis zur Marke von rund 10.000 Punkten ein Risiko von knapp 3,3% gegenüber einer Chance von 11%. Und das ist genau das, was man letztlich suchen muss an den Märkten. Ja, und das kann man eben hier mit der technischen Analyse, Chance muss das heißen, durchaus bewerkstelligen, um dann hier eben schöne Szenarien sich zu bilden. Und solche Chancen sind attraktiv. Da macht es eben auch nichts, wenn sie zwei, dreimal ausgestoppt werden im Worst Case, was durchaus passieren kann. Es sei denn, Sie arbeiten mit einer Trefferquote, die jenseits von 60, 70% ist. Auch das gibt es, kein Problem. Aber es ist natürlich auch so, dass selbst die besten Systeme mit hohen Trefferquoten dann unterm Strich kein Geld verdienen. Es gibt da vielerlei Ansatzpunkte. Ich werde das in den Trading-Strategien in diesem kommenden Jahr, die ja dann immer freitags 14 Uhr auch weiterhin laufen werden, besprechen. Das ein oder andere Webinar werden wir an dieser Stelle auch aufzeichnen, damit Sie dann im Nachgang natürlich dann hier gerade auf unserer JFD Brokers Website oder besser gesagt dem JFD Brokers Guidance Desk diese Videos auch hochladen können. Wir werden da, wie gesagt, noch mehr in die Transparenz gehen, um Ihnen dann auch hier die Möglichkeit zu eröffnen, im Nachgang das ein oder andere Webinar aufzuzeigen. Aber nicht jedes, wie gesagt, das werden wir selektiv vornehmen. Aber ich denke mir, das dürfte interessant werden. So viel erstmal zum DAX. Da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Es scheint kurzfristig so, als wären hier weiter fallende Preise zu begünstigen. Schauen wir uns da kurz nochmal die Saisonalität mit Blick auf die nächsten 60 Tage an. Da kommt sie auch schon rein. Also wir sehen hier praktisch unter dem zeitlichen Aspekt der letzten 15 Jahre die saisonale Entwicklung vom DAX. Also hier sehen Sie generell bis Ende Januar hinein eher seitwärts fallende Preise, um dann, wir haben hier dann in dieser Woche den 19.01., möglicherweise von diesem Level aus dann tatsächlich hier wieder in Richtung neuer Höchststände zu streben. Das passt saisonal bedingt hier technisch auch gut ins Bild. Wo das hier so ein bisschen kombiniert, kann das eigentlich einen schönen Lauf ergeben, die dem Markt dann hier tatsächlich die Chance gibt, mit Blick auf die nächsten Tage und Wochen dann hier doch wieder die 10.000-Punkte-Marke anzugreifen. Aber don't forget, wir müssen hier erstmal klar drüber über die 10.000 und dann ist die Luft nach oben frei. Gut, jetzt habe ich schon einige Wunschtitel gesehen und auch Fragen. US-Dollar-Yen schaue ich mir gern an. Dann haben wir nochmal die grüne Linie ist, Moment, die grüne Linie ist für einen EMA. Kurze Frage nochmal, Manfred. Ist was für ein EMA? Welche grüne Linie? Meinen Sie diese Horizontalunterstützung? Da vielleicht nochmal kurz das Feedback geben. Danke an dieser Stelle, okay. Klar eingezeichnete Trendlinie. Meinen Sie die hier? Wie gesagt, ich erlaube den Trendlinien auch immer wieder etwas Spielraum, da gerade Trendlinien schräger oder gerader Natur eben auch nicht in Stein gemeißelt sind. Gut. Sie meinen diese Trendlinie von hier unten, die große. Ja, wie gesagt, die hat aber meines Erachtens, und das ist genau das Problem an Trendlinien, zu viele Variablen. Ja, also ich habe hier jetzt mal die Candlestick Lows genommen. Genauso gut kann ich natürlich hergehen und die Kerzenkörper nehmen, was ich eigentlich primär bevorzuge. Insofern machen wir das mal klassisch so. Und hier bediene ich mich gern dann immer mal noch einer anderen Struktur. Klassisch so. Variablen deswegen, man sucht natürlich bei einer Trendlinie immer möglichst viele Auflagepunkte. Und wenn man diese hat, dann kann man eine Trendlinie ziehen. Und je mehr Auflagepunkte so eine Trendlinie hat, desto stabiler ist sie. Ich suche daher gern hier klassisch nur die Dochte der entsprechenden Candlestick-Kerzen. Ich suche aber eher generell die meisten Auflagepunkte, die ich dann doch eher erhalte, wenn ich die Körper heranziehe. Und das führt hier dann im Weiteren zu keinem großen Unterschied, aber eben hier diesem Spielraum der Trendlinienstruktur, der sich eben hier dann genauso darstellt. Welche Trendlinie hat denn nun Relevanz? Im Prinzip keine. Ja, weil es gibt dann auch noch die Unterscheidung, nehme ich jetzt einen logarithmischen oder linearen Chart. Aber da wollen wir gar nicht so tief uns einfahren. Letztlich ist es eine Orientierung und wenn so eine Trendlinie mit eben hier dem Support um 8.100, 8.150 Punkten zusammenläuft, dann hat man hier eine gewisse Kreuzunterstützung, Kreuzungscluster, was hier für den Fall, dass es eine Abwärtsbewegung gibt, eben durchaus eine Erholung einleiten könnte.
So, speichern wir das Ganze mal ab als Index-Chart. Mal kurz den DAX Weekly hier aufrufen. Tag gesetzt und abgespeichert. Im Übrigen, wir werden in Kürze, wie gesagt, den Guidance Desk haben. Da stelle ich dann auch gern mal nach einem Webinar den ein oder anderen Chart zur Verfügung, wenn da der Wunsch besteht. Wie gesagt, einfach melden. Ich rechne damit, dass wir spätestens nächste Woche mit dem JFD Desk online gehen. Und dann share ich sozusagen die Charts auch gerne zu Ihnen. Und Sie können dann im Stream, also meinen Stream kennen Sie ja unter Umständen schon, wo ist er? Im Stream dann sozusagen als Kommentar dann eine entsprechende Meldung vernehmen. Das muss er im Prinzip nur hochladen, das würde Murphy's Law. Warum auch immer er jetzt meint, das nicht lädt, der müsste eigentlich schon längst da sein. Vorführeffekt. Gut, versuchen wir es nochmal, aber irgendwie hat er gerade einen kleinen Hänger. Mag nicht, doch, da ist er. Da empfiehlt sich manchmal der Reload, woran auch immer das mal liegen mag. Und dann kommt hier im Prinzip das Kommentar rein, beziehungsweise die Anzeige dessen, um was es geht. Und dann füge ich hier gern immer wieder die Charts ein. Also der JFD-Desk gestaltet sich noch in einer leicht anderen Natur, gerade mit einem JFD Live Trading Widget. Aber wir haben natürlich auch hier einen Stream, wo ich dann fortlaufend gewisse Meldungen einstellen werde, beziehungsweise dann auch direkt zu so einem Webinar hier das Ganze aufarbeite. Gut, den Chart, wie gesagt, können Sie dann jederzeit nochmal abrufen. Das wäre es jetzt mal kurz zum DAX gewesen. S&P 500 Zyklus wurde besprochen. Wir können uns natürlich auch gern nochmal den großen Index anschauen, der hier noch etwas freudvoller daherkommt. Sie sehen hier diese Steigung. Der Neigungswinkel ist dann doch schon noch ein anderer. Und Sie wissen auch, dass die US-Indizes den europäischen Markt ja outperformt haben seit längerem. Während der DAX hier immer noch rumkraucht, da haben die US-Indizes schon längst neue Hochs gemacht und das auch immer weiter fortgeführt. Und das sieht man auch in dieser sehr, sehr schön, ja, anmutenden Aufwärtsbewegung, die natürlich noch längst nicht parabolisch ist, aber durch ihre Steilheit und durch ihre relativ zaghaften Konsolidierungsversuche, ja, durchaus den Hintergrund schwelgt oder der Hintergrund der Gefahr schwelgt, dass es auch mal einen größeren Rücksetzer geben könnte. Und wenn wir von einem größeren Rücksetzer sprechen, dann sehen wir natürlich hier die ersten 2 Handelswochen, beziehungsweise halt, das fing ja schon im Dezember an. Und das sieht eben momentan so aus, aha, S&P 500, wie geht's jetzt hier weiter? Nach dem S&P 500 wende ich mich dann gerne mal dem Wunschtitel der Twitter-Aktie zu. Sicherlich auch bei dem einen oder anderen beliebt. Das nur an dieser Stelle, wurde gerade hier gewünscht. Zeitfenster, das sehen Sie letztlich hier oben immer. 22,4, je nachdem, wie ich den Chart verschiebe, entsprechend nach links scrolle oder rechts. Und die Kerzen selbst, das sind die, ist das Wochenintervall. Ja, das heißt, eine Woche ist hier mal eine Handelswoche. Blaue Kerzen steigend, schwarze Kerzen fallend. So, das zur Zeitskala. Und Sie können hier natürlich auch die Periodeneinstellung ändern, genauso wie Sie auch den Zeitraum ändern können. Entweder individuell oder eben dann dort per Auswahl. Ja, beim S&P 500 will ich mich neben der Zyklustechnik eigentlich hier gar nicht so kompliziert verfassen oder festhalten. Wir sehen hier diesen Horizontalsupport, der aktuell getestet wird. Wir haben diesen Freitag ja die Non-Farm Payrolls, also den US-Arbeitsmarktbericht. Der wird hier letztlich den Schlusspunkt der Woche setzen. Frage eben, ob die Indizes hier mit einer schwarzen Kerze nach unten durchwandern oder hier dann doch noch eine Umkehr erfahren können. Das bleibt mal abzuwarten, ob das gelingt. Letztlich, die Non-Farm Payrolls am Freitag werden es richten. Die Charttechnik selber gibt hier den Auswurf, dass wenn wir hier die Marke von 2000, will ich mal rund sagen, gerade weil wir es auch hier mit einer runden Hausnummer zu tun haben, wenn die Marke von 2000 Punkten hält, ist alles gut. Wenn sie nicht hält, dann gilt es eben auszuloten, wie denn die Reise hier weitergehen kann. Tatsache ist, wir haben es hier mit einer gewissen Ausdehnungsformation zu tun. Machen das mal hier so. Rot oben, grün unten. Und ich mache das jetzt mal hier an den Punkten fix. Und das heißt, wenn wir uns eben hier nicht fangen, dann hat der Index durchaus noch etwas mehr Spielraum gen Süden. Wird sich, wie gesagt, die Woche entscheiden. Achten Sie mal auf das Niveau von 2000 Punkten.
wenn wir da drüber schließen können, dann sieht das eigentlich für die nächsten Januarwochen mal nicht so schlecht aus. Also würde ich hier nicht den schwarzen Bären Peter an die Wand malen, sondern eher dann dafür sprechen, dass eben auch der DAX dann in Kürze wieder anzieht. Die Saisonalität vom Index will ich Ihnen auch nicht vorenthalten mit den nächsten 60 Tagen, mit dem Blick mal in die Zukunft. Ja, da sehen wir im Prinzip, dass es jetzt schon steigende Preise bis ja, Mitte Januar rein geben könnte, dann wieder nochmal ein Pullback, um dann hier volatil nach oben aus aufwärts gerichtet sich zu tendieren. Gerade der März dürfte dann hier saisonal bedingt interessant werden, aber das nur zur Saisonalität. Der Chart hier ganz interessant. Jetzt muss ich mal kurz fragen, wie würden Sie bei diesem Chart die Trendlinien einzeichnen? Olaf, an dieser Stelle nochmal kurz das Feedback, wie das gemeint ist. Wie Sie bei diesem Chart die Trendlinien, also Sie meinen jetzt die schrägen Trendlinien, da halte ich mich jetzt eh mal ein Stück weit zurück. Wenn Sie die meinen, können wir hier noch ein bisschen anpassen, ein bisschen mehr Spielraum geben. Aber hier will ich eigentlich nur darstellen, dass sich der Preisverlauf während der letzten Monate hier in einer ja möglicherweise ausdehnenden Situation befindet. Auch wenn man hier der Markttechniker jetzt herkommt und sagen wir mal von dem Hochpunkt oder dem Hochpunkt hier ein falsches Signal, von diesem Hochpunkt aus das Tief zeichnet, dann hier das Local High, dann hätte es jetzt hier ein höheres Tief geben sollen. Nein, es gab aber ein tieferes. Jetzt gab es hier dann im Dezember den Hochpunkt und jetzt ist eben die Frage, dehnen wir uns jetzt hier weiter aus. Ups, nochmal gemacht, schnell. So, dran. Zack, so. Wie weit läuft das jetzt? Also wenn die Ausdehnung sich fortsetzt, dann kann das hier wirklich ein mögliches Szenario sein. Ich kann es mir allerdings nicht vorstellen, aus aktueller Hinsicht, dass der Markt hier so eine Bewegung vollzieht. Ich würde sie trotzdem mal kurz so drin lassen, weil die Frage dann im Weiteren jetzt danach ging, wie ich eine große Aufwärtstrendlinie zeichne. Also wenn wir jetzt hier vom S&P 500 ausgehen und uns hier das große Bild anschauen, wie gesagt, schräge Trendlinien, da wiederhole ich gern das, was mein Kollege Rüdiger Born mal vor Jahren sagte, sind in der Regel was für schräge Typen, weil eben die Variablen der Anlagepunkte sehr, sehr flexibel ist. Aber man sucht sich natürlich erstmal ein Local Low, ein Local High. Da sehen wir, aha, im logarithmischen Chart, wenn wir jetzt hergehen und hier dieses Tief dieser Kerze, der Kerze vom Frühjahr 2009, dann hier Sommer 2011 nehmen. Da haben wir hier schon mal eine große Aufwärtstrendlinie, die hier tatsächlich im Oktober verteidigt wurde. Ja, hier der Crash im Oktober drehte exakt an dieser bereits schon langfristig ausgerichteten Trendlinie wieder nach oben hier. Also die Trendlinie wurde verteidigt, gerade mit dem Aufsetzen dann der nächsten Kerze. Das ist aber noch nicht alles. Also das wäre jetzt eine langfristigere Trendlinie. Den S&P 500 würde ich dann nochmal versuchen, kurzfristiger einzufangen. Also hier hergehen und jetzt mal schauen, ob wir hier Auflagepunkte finden. Durch den Spike hier im Oktober, also durch diesen Auswurf nach unten, der hier doch durchaus schon crashartig anmutete, wird es natürlich schwierig. Aber siehe da, wir haben hier mit diesen zwei Kerzen, dieser Kerze und diese mit Toleranz hier auch tatsächlich, das ist hier nochmal eine Aufwärtstrendlinie. Aber Sie sehen, ich könnte jetzt auch noch zwei, drei andere Linien aufzeichnen. Das macht das Bild im Prinzip nur noch bunter und nur verwirrender. Ich rate davon ab, sich da zu sehr zu verzetteln mit den schrägen Trendlinien. Man sollte sich hier eher an diesen, ja, Markttechnik-Hoch- und Tiefpunkten orientieren, beziehungsweise horizontal Support und Widerstände, also Unterstützungs- und Widerstandspunkte finden, um sich zu orientieren. Aufgrund eben aber der starken Aufwärtsstruktur bleibt mal abzuwarten, wie sich der Index jetzt hier entfaltet. Unterstützungstechnisch sehe ich aber, also wie gesagt, auch immer eine Maßgabe, man geht her und versucht, Horizontalpunkte zu finden, die eine gewisse Kumulationseffekt haben. Ich will mal hier die Zone nehmen aufgrund dieser Hochpunkte und dieser Tiefpunkte und des Oktober-Spikes. Das wäre für mich hier so eine Zone. Ich nenne es mit Absicht Zone, die sich hier durchaus darstellen kann als Auffangbecken für den S&P 500. Nach oben hin haben wir hier auch relativ unsaubere Strukturen. Doch was mir hier bei diesem
aus dem Dreieck gefällt, ist eben hier eine möglicherweise Saisonalität. Saisonalität, was sage ich, die möglicherweise eintretende Zyklik, die hier dann doch eine stärkere Korrektur zulassen würde. Also es würde mir ganz gut ins Bild passen. Die große Spekulation ist ja eben die, ob die Amerikaner die Leitzinsen 2015 tatsächlich anheben. Ja, da wurde ja immer wieder mal gemutmaßt, immer mal wieder gegengefeuert. Man darf mal gespannt sein, nicht, dass die amerikanische Fed ähnliches tut wie die Bank of England, eben dann wieder stark zurückzurudern, kann ich mir nicht vorstellen. Sie wollen da hier schon ein bisschen Stärke zeigen gegenüber den ja, europäischen, gegenüber der Europäischen Zentralbank und eben auch der Bank of Japan, die genau ins Gegenrohr blasen. Und da komme ich dann jetzt eben auch gleich nach dem S&P 500 Index mal zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, um dann hier vom oder zur Twitter-Aktie letztlich zu switchen. So. Gerade weil ich eben von der Macht der Notenbank sprach, beziehungsweise der Tendenzen. Olaf fragt an dieser Stelle, was ich noch von Fibonacci halte. Also ich bin tendenziell schon ein Fibonacci-Fan, dahingehend, dass ich mich auch mit den Harmony-Pattern beschäftigen. Jetzt muss ich mal sehen, wann ich das letzte gemacht habe. Das war das britische Pfund gegenüber dem Australdollar, das weiß ich. Da hatte ich nämlich einen Bearish Crab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Dann kann ich das gleich nochmal ergänzen. Generell, da haben wir es. Das, wie gesagt, also Fibonacci-Marken sind ähnlich zu sehen wie Trendlinien. Also es, wenn der Glaube daran stark genug ist, dann kann es funktionieren. Fibonacci-Marken haben auch wieder sehr, sehr viele Variablen. Die Harmony-Pattern nehme ich gern in der Anwendung, um das gleich nochmal vorweg zu schicken. Wenn sie denn auftauchen, gern als mögliche ja, Warnsignale, Umkehrpunkte, um ihr tatsächlich ja, einen Counter-Trade zu starten. Also Fibonacci-Extensions im Sinne der Fibonacci-Harmonie dienen hier der Definition von Umkehrpunkten in der Vorausschau, was an gewissen Chartmarken passieren könnte. Generell zu Fibonacci ist es so, dass es auch statistische Hochrechnungen gibt, wie oft eine Umkehr vom 61er-Level, vom 50er-Level oder 38er-Level stattfand. Wenn man dann noch die Garnzahlen zum Beispiel dazu nimmt oder auch andere Marken, dann ist es tatsächlich so, dass es hier relativ konstruktiv wird sozusagen und man findet irgendwo immer einen Umkehrpunkt im Chart, aber rein auf die Natur bezogen, im Sinne des goldenen Schnitts, ist eben hier eine Zweidrittelkorrektur rund bis zum 61,8er Fibonacci-Level eine sehr gesunde Korrektur, um wieder in den Aufwärtstrend überzugehen. Fibonacci ist, wie gesagt, wie jedes andere Tool. Im Intraday-Trading selbst verwende ich es kaum. Wenn es mit einem gewissen Support- oder Resistance-Level zusammenläuft, dann wunderschön. Harmony-Pattern dieser Natur wende ich eher ab 4 Stunden Tagescharts und aufwärts an, da diese Pattern eben ja, der Analyse bedürfen und dann eben auch ich hier immer gern gewisse Divergenzen sehe. Und wir hatten hier damals diesen Chart im Sinne einer 4-Stunden-Formation und wir waren damals bei 1,87,35 und es wurde davon ausgegangen, dass das britische Pfund gegenüber dem Australdollar eben noch weiter ansteigen kann. Das hat es auch tatsächlich getan. Hier ist nämlich der Chart. Moment, ich hole mal den Harmony Chart direkt rein. Das sieht jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter aus. Jetzt muss ich kurz gucken. JFT Harmony, wo habe ich ihn? So, da ist der Chart von damals. Und da sehen Sie, hier war meine Stop-Marke hier oben. Unglücklich gelaufen in dem Zusammenhang. Die Idee, dass das Währungspaar hier vom Bereich 1,87, 1,88 weiter ansteigt, war zutreffend. Allerdings hätte hier nach diesem Fibonacci Crab Pattern, also zu Deutsch Krabbe. Das ist ein sehr, sehr extremes Ausdehnungsmuster. Sie sehen hier, die Fibonacci Extensions reichen hier, unabhängig hier von diesem 161,8er Level, gerade hier ausgehend von diesem Impuls 0,100% dieser Fibonacci Extension BC ausgehend hier bis 361,8. Also das sind hier die Fibonacci Extension Ableitungen bis eben in dieses Niveau. Und bei dem Harmony Crab Pattern ist es so, wenn man hier im Bereich der BC-Impulsbewegung, das ist diese hier, und dann leitet man 361,8 ab und dann hier vom Impuls XA die 161er Extension nimmt, man dann hier oben sozusagen eine gewisse Harmonie findet und ich habe genau die goldene Mitte genommen, letztlich zwischen diesen zwei Fibonacci-Marken, dann kann sich hier eine Umkehr ergeben. Stop war hier gesetzt
bei oder wäre hier bei 192,50 zu setzen. Hier laufen wir in den Dezember rein. Da gibt es für mich ohnehin keine Handelsannahme. Also hier im Dezember zu handeln, halte ich eh für sehr spekulativ, wenngleich dieses Jahr gab es da einige Chancen. Aber ich würde das Pattern selbst oder habe das Pattern selbst auch nicht gehandelt vor dem Hintergrund, dass es eben Dezember war und aber auch, und da können wir uns jetzt hier nochmal das zu Rate ziehen, was ich hier in dem Zusammenhang gern mache, nämlich wenn sich hier in diesem Umkehrpunkt keine klaren Divergenzen ausbilden. Wir haben hier mit dem Hereinlauf hier ein schönes Hoch gesehen mit dieser Kerze, okay, aber wir waren noch nicht am Ziellevel. Dann gab es einen Rücksetzer und dann hat der Markt hier tatsächlich bis zum 15.12. rein ein neues Hoch markiert. Hier hatten wir dann tatsächlich schon eine Divergenz, aber relativ unsauber. Relativ unsauber. Das hätte ich hier nicht als Anlass genommen zu handeln, weil Sie sehen hier, mache ich das Ganze mal ein bisschen größer, mit diesem Hochpunkt ausgehend und diesem Hochpunkt ausgehend haben wir dann hier diese große negative Divergenz hier letztlich schon wieder ausgehebelt. Also die Divergenz war nicht sauber genug. Also insofern keine Handelsoption. Wenn aber natürlich so ein Harmony-Pattern zu identifizieren ist und dann hier eine saubere Divergenz vorliegt und der ein oder andere kann sich sicherlich an den DAX, an das DAX-Pattern erinnern, was wir, ich glaube, es war Anfang 2014 hatten. Hervorragende Treffer dahingehend. Wenn das natürlich hinhaut mit einer schönen Divergenz, kann man das traden. Aber hier der Stopp, wie gesagt, war gesetzt. Das Pattern hat sich hier oberhalb von 1,92 erledigt. Und das ist natürlich dann auch wieder Murphy's Law in Anführungszeichen. Sie sehen, der Preis macht hier einen Hoch bei 1,6306. Dann darauf eine Umkehrkerze. Dann kamen hier die Dezember-Tage und seitdem rauscht es hier nach unten. Es ist wie gesagt immer der Glaube daran, der hier das letztlich erfüllt. Unterm Strich, ob Sie mit Fibonacci arbeiten, Trendlinien oder was auch immer, wenn Sie mit sauberen Chance-Risiko-Verhältnissen arbeiten und einem guten Stop-Management, eben dessen, das werden Sie natürlich auch schon lange kennen und hören, das blutet Ihnen wahrscheinlich aus den Ohren, aber tatsächlich, wenn Sie Ihre Verluste klein halten und versuchen, Ihre Gewinne zu maximieren, dann kann das was werden. Also dann kann das was mit einer positiven Equity-Kurve werden, die dann eben auch den Erfolg bringt, ob Sie nur mit Aktien, Devisen oder Rohstoffen handeln. Letztlich ist es das, woran Sie sich orientieren sollten. Die ganzen Instrumente, ob es Fibonacci, Trendlinien, Indikatoren sind, sind letztlich Maßnahmen, die richtig eingesetzt durchaus ja, hilfreich sein können. Aber ich halte es eben auch gern so, dass Sie den Chart durchaus einfach gestalten sollten. Und da will ich es jetzt mal einfach gestalten mit dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, um dann eben auch auf Twitter einzugehen. Die Frage ist eben, wann, wo, wie könnte man hier einsteigen? Übergeordnet brauche ich nicht sagen. Wir haben hier eine schöne Umkehrbewegung gesehen. Hier Shinzo Abe, der Regierungswechsel in Japan Ende 2012, Anfang 2013, Liquiditätsflut aus Japan. Hier übrigens ein sehr schönes symmetrisches Dreieck zu lokalisieren. Im Nachhinein natürlich immer schön zu lokalisieren. Dann hier diese ja, Volatilitätsabnahme. Also hier praktisch der Tod des Devisenmarktes, das hätte ich fast gesagt, eine sehr, sehr kritische Phase hier. Ja, im Frühjahr ging es los, beziehungsweise es fing schon Ende 2013 an. Das war hier wirklich eine sehr, sehr schwierige Handelszeit für viele Forex-Trader. Der Beginn 2014 bis in den Sommer hinein, das war sehr, sehr zäh, die Volatilität nahm stetig ab. Und dann schoss das Paar eben hier sukzessive nach oben. Hier auf Wochenbasis nun die Frage, wie kommt man hier noch rein in den Trade? Weil nach oben gibt es noch einiges an Spielraum. Also wir haben, wenn wir das langfristige Bild vor der Finanzmarktkrise uns anschauen. Hier erstmal bei 1,2385 rund das High aus 2007. Das gilt es als nächstes Ziel Level anzulaufen. Die Frage ist eben, wie kommt man hier eben rein in den Trade? Wochenchart. Wir sehen, die Käufer sind immer wieder bereit, auch aufzuspringen. Ich denke mal, das ist jetzt aber die Frage eher mittel, sag ich schon, eher kurzfristiger Natur. Deswegen gehe ich mal auf den Tagesschart ein. Wenn es eine längerfristige Betrachtung sein soll, können wir das auch gern machen. Aber ich schaue jetzt mal hier eben auf den Tagesschart. Übergeordnet haben wir es hier auf sämtlichen Zeitebenen mit einer bullischen Situation zu tun. Dieser Rücksetzer hier vom Dezember gibt uns hier zumindest die Chance, ein Support-Level zu identifizieren, dass ich dann eben auch hier mit diesen Kerzen vom November gut in Einklang bringen lässt. Das heißt, wir haben hier schon mal eine signifikante Supportmarke um 115,70. Also das ist hier der Bereich, okay, da lässt sich mutmaßen, hier haben wir ein Supportlevel nach oben, aber das hängt natürlich auch aufgrund der schwachen oder beziehungsweise der Marktaustrocknung hier im Dezember, Schrägstrich Neujahr, zusammen, dass wir hier oben ein Widerstandslevel gebaut haben. Und hier zwischen darf sich das Währungspuls erstmal austoben. Soll heißen,
Wenn es Rücksetzer hier gibt, bis in den Bereich 116, muss es auch noch nicht mal bis hier 115, 60, 115, 70 gehen. Wenn es hier Rücksetzer bis in diesen Bereich gibt, darf man hier durchaus nach Umkehrkerzen Ausschau halten. Umkehrkerzen insofern, dass wenn man hier ja, so eine Art Doji-Kerze findet oder hier so eine Art Hammerkerze, wie wir sie hier haben, ja, also hier vorgeführt mit so einem Tief, ja, es sieht ganz gut aus. Da geht es eben auch immer wieder darum, dass Sie hier ein relativ geringes Risiko aufnehmen, um in den Trade zu kommen, um dann eben nach oben hin auch eine Chance abzuleiten. Ich habe heute hier in meinem, ich muss das mal hier ein bisschen säubern, in dem Desk den Cut gegen den Yen dargestellt. Können wir uns gerade mal anschauen. Da sieht es eben auch so aus. Wir haben hier knapp unter 100 Yen eine Support. Bereich 99 Yen und 100 Yen, das ist hier so ein bisschen die Zone. Kurzfristig nochmal Rücksetzer, dann kann man darauf spekulieren, dass es eine Erholung gibt. Ein ähnliches Bild, weil jetzt bin ich beim Index, ähnliches Bild kann der US-Dollar jetzt zeichnen gegenüber dem japanischen Yen. Wir haben also kurzfristige Rücksetzer, vielleicht wieder Stabilisierung hier am EMA 50. Ich traue dem Paar jetzt aber noch nicht den direkten Aufstieg nach oben zu. Also es würde gut ins Bild passen, wenn wir hier jetzt tatsächlich nochmals in Richtung 116 gehen und da dann Ausschau halten, ob der Markt bereit ist, nach oben anzuziehen. Denn, und dann komme ich auf die Notenbanken zurück, das ist hier völlig konträr. Also der US-Amerikaner, der US-Dollar wird hier sozusagen auf den Liquiditätsentzug gestellt. Und hier der Yen wird im Prinzip überflutet, wird gedopt, wird in den Überschwang gehoben. Also rein von der fundamentalen Seite ist der Yen praktisch gesehen auf die nächsten Jahre zur Abwertung verdammt. Und selbst wenn die US-Notenbank nur leichte Zinsanhebungen ausstellt und eben das Quantitative Easing tatsächlich verblassen lässt, und das ist eben auch noch die große Frage, ob die US-Amerikaner nicht doch nochmals ein Quantitative Easing auffahren oder so ein Programm nochmal ins Leben rufen, wenn in den USA irgendwas passiert, die Wirtschaft doch noch wieder schwächelt oder was auch immer wieder passiert. Der Notenbank ist da viel zuzutrauen, aber gehen wir mal davon aus, dass es nicht passiert, dann hat man hier durchaus sehr, sehr gute Chancen, dass das hier mittelfristig noch deutlich höher gehen kann. Unter Umständen sogar dann auch neue All-Time-Highs gibt, da die Yen-Abwertung uns sicherlich die nächsten Jahre begleiten dürfte. War vor 3 Jahren noch nicht vorstellbar. Jetzt ist es aber faktisch der Fall, dass der Yen hier in einer absoluten Abwertungsspirale sich befindet. Und auf die Frage, wie gesagt, bezogen, hier sind wir jetzt im Nirvana, im Niemandsland. Also er kann jetzt von hier aus den Widerstand testen, er kann aber von hier aus auch nach unten fallen. Um eine schöne Chance zu finden, würde ich eher hier einen Rücksetzer abwarten, wie sich das Währungspaar hier verhält. Oder eben den Ausbruch hier kaufen, wenn wir über 121 Yen rausziehen. Das wäre sozusagen die mögliche Idee zu diesem Währungspaar. Ich hoffe, damit haben wir mal eine Idee gefunden. Ja, gern geschehen, in jedem Falle. Dafür sind wir ja heute Abend hier zugegen und ich freue mich auch immer, wenn die Webinar-Teilnehmer natürlich auch da Fragen stellen und interessiert sind. Dient ja dann praktisch eben auch hier der Aufklärung. Die Charts, die Sie hier sehen, das sind im Prinzip alles frische JFD-Charts. Ich habe natürlich schon vorgezeichnete andere Charts, aber ich habe mir auch für dieses Jahr dann direkt vorgenommen, die Charts, gerade die Analyse-Charts, relativ schlank zu halten und mich da nicht zu sehr von alten Trendlinien beeinflussen zu lassen. Gut, jetzt wollen wir uns aber mal der Twitter-Aktie zuwenden, die hier gewünscht wurde. Sehr, sehr interessanter Titel. War aber schon länger mal auf der Abschussliste. Abschussliste dahingehend, dass die Aktie sich doch schwach entwickelte nach ihrem Börsengang. Jetzt schauen wir mal. Irgendwie mag er heute nicht laden. Versuche ich, die mal hier reinzuholen. So, dann nehmen wir mal einen Tagesschart. So, da haben wir das Twitter-Papier. Nehmen wir leise Kurse. Ja, nach dem Börsengang ging es erst mal hoch, dann hatten wir einen sauberen Abwärtstrend und jetzt ja, ist die Aktie mehr oder weniger immer noch unter ihrem Emissionspreis, hat aber. Dann fangen wir jetzt mal hier von hier oben an. Übergeordnet hier die Abwärtstrendstruktur, die intakt ist.
Ich arbeite hier dann auch, wenn ich Trennlinien benutze, gerne mit solchen Parallelverschiebungen. Hier passt es jetzt mal gerade gar nicht. Wäre schön gewesen, also wenn wir hier so einen breiten Trendkanal hätten zeichnen können, bringt uns aber nichts. Aber zur Eingrenzung der groben Trendtendenz mit diesem Low. Sie sehen, wenn ich jetzt hier versuche, eine Trendlinie anzulegen, ist die gebrochen, sieht unsauber aus. Jetzt versuche ich hier viele Auflagepunkte zu erhaschen, sieht gut aus. Generell aber auch vom Prozedere der Strukturbewegung, der großen Bewegungen. Wenn das hier das Local Low war, dann dürfte es jetzt eigentlich hier in diese Richtung gehen, rein tendenziell. Faktisch aber Twitter-Aktie, ganz gefährlich, wenn sie hier unter 35 absinkt, dann gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Lows. Also besser gesagt, wir haben hier das Tief vom 9. Dezember, das ist bei 34,92. Das ganze Stück weit runtersetzen. Das wäre eine sehr, sehr prekäre Situation. Hier ist die Lage die technisch, also technisch kann es hier zu einer Erholung kommen innerhalb dieser Konsolidierungsbewegung nach diesem All-Time-High. Die Aktie ist ja noch sehr jung. Moment, 27 Euro, bin ich jetzt gar nicht. Gucken wir mal. Müsste ich mir jetzt nochmal einen anderen Kurs gleich ziehen. Warum kriege ich hier nicht anständige Preise rein? Das gilt es jetzt mal zu prüfen. Sekunde. Mal schauen, zu welchem Emissionspreis die dann rausgegangen ist. Wer sucht, der findet. Ah, Quatsch. Sekunde, ich hole mir den nochmal drüben rauf. Neiser. So. Also das Schottbild ist das gleiche. Also ich habe hier keinen Emissionspreis. Die Emission war meinetwegen 27 mag sein, aber der erste Eröffnungspreis war der oder das Niveau von 45,10. Ja, das war der erste Eröffnungspreis am 7.11. Und das ist dann doch der Chart, den wir auch hier sehen. Also Emissionspreis mag sein, aber die erste Notiz am Eröffnungstag war dann hier das Niveau von 37. Also sind wir denn jetzt hier? 37, Quatsch, 45 war es. Hier dieses Level. Gut. Unabhängig dessen, wir sind in einer Phase, die hier durchaus durch eine gewisse, ja, Brisanz erstrahlt. Wir haben auch hier kurzfristig, das erlaube ich mir jetzt auch mal einzuzeichnen, gehen wir sogar bis hierher, oben den Widerstandsbereich, der heute, ja, partiell bestätigt wird. Und wenn ich mir das Bild jetzt hier aus diesem Tageschart heraus anschaue, dann sieht es so aus, als würde es hier Spannung geben, wenn wir hier unter 35 sacken. Wenn es hier zu einem Tief unter dem vom 9.12. kommt, dann ist durchaus die Annahme, dass wir hier neue, in Anführungszeichen, All-Time-Lows markieren. Gegenteil wäre der Fall, und es gibt immer wieder, gerade aufgrund der konditionellen Bewertung, die Möglichkeit, dass wir hier doch noch im Sinne der markttechnischen Struktur, wenn wir hier oben rausgehen, über 40 Dollar, Schrägstrich 39,70, sprich hier diese Widerstandszone, die um 39,25 liegt, nach oben überschreiten, dann sieht es gut aus für einen weiteren Aufwärtsimpuls. Aber ja, mit Verlaub präferieren würde ich kurzfristig eher weiter fallende Preise. Das wäre mal hier die Annahme zu Twitter, ja, um das mal kurz einzugrenzen. Jetzt kam noch die Frage, warum ich GDs bis 100 einzeichne. Ja, also deiner wird es ja auch wissen. Ich selbst bin ja Fan von gleitenden Durchschnitten, gerade vor dem Hintergrund, dass ich ja hier gerade im Intraday Trading mit dem Rainbow arbeite, was dann so aussieht. Also hier ein Sammelsurium an gleitenden Durchschnitten, multiple gleitende Durchschnitte praktisch. Und hat hier sozusagen die Möglichkeit, Trendbewegungen ohne große Chartzeichnungen zu lokalisieren. Und das ist genau das, was ich im Rainbow Trading Stil sozusagen intraday fokussiere, fussiere und eigentlich immer betreibe. Auch dazu wird es dann in diesem Jahr immer wieder mal Live-Trading-Picks geben, Webinare und dergleichen. Wie gesagt, das bauen wir alles sehr, sehr weiter, sauber, schön auf. Hier ist, wie gesagt, ein ganzes Sammelsurium. Das geht vom EMA, in dem Fall 17, aber es gibt auch noch vom EMA 2 bis 200. Das ist praktisch die Methode nach Dali Gabi.
Aber warum ich den hier nicht drin habe, also ich bin wirklich Rainbow-Fan, ist eben auch vor dem Hintergrund, dass ich ja gerade schon sagte, dass ich die Charts etwas schlanker gehalten will, reicht mir der EMA 100. Also ich will hier so sozusagen einen abgespeckten Rainbow haben. Man kann auch hier bei Guidance, hier RB, den Rainbow reinzaubern. Das sieht dann so aus. Ja, da hat man hier diesen Rainbow nach klassischer Benennung. Das fängt beim EMA 12 an und hört beim EMA 100 auf. Die EMA 100 ist dann praktisch die Centerline, wie sie heißt. Diese Rainbow-Struktur macht den Chart natürlich da relativ bunt. Der EMA 200 erfüllt jetzt für mich keinen Mehrwert, um nochmal konkret auf die Frage einzugehen. Also ob man jetzt den 100er nimmt oder den 200er oder 3 nimmt im Abstand von 10, 5 und 20, 50, 100 oder 150 spielt eigentlich keine Rolle. Der EMA 200 ist aber generell sehr, sehr beliebt bei vielen Finanzmarktteilnehmern und auch schon lange gang und gäbig in seiner, ich hatte auch mal eine Geschichte auf Lager, warum das so war, wenn es mir jetzt einfallen würde, vielleicht grame ich nochmal nach oder recherchiere. Da gab es auch eine einfache Berechnungsmethode, warum es jetzt der EMA 200 ist. Wir wollen uns aber, wie gesagt, der Frage dann erst widmen, wenn ich das mal recherchiert habe. Aber um konkret auf die EMA-Frage 200 einzugehen, Sie können EMA nehmen, wie Sie wollen. Wichtig ist es aus meiner Sicht, dass Sie, wenn Sie EMAs verwenden, verschiedene ja, zwei, drei an der Zahl in den Chart einfügen, um sozusagen ein gewisses Momentum zu haben und auch um abzudecken, wie viele andere Trader eben mit EMAs arbeiten. Weil es gibt eben viele, die mit dem 21er, dem 34er, 35er, dem 50er, dem 55er und dergleichen arbeiten. Und wenn ich eben zwei, drei EMAs habe, die in unterschiedlichen Perioden sind, dann sehe ich sozusagen das, was die anderen Marktteilnehmer in der Regel auch sehen. Im rein so einen kleinen Durchschnitt in seiner Singularität als Trading-Objekt herzunehmen, halte ich für wenig zweckmäßig, da es eben auch hier wieder viel zu viele Variablen gibt. Welcher EMA ist denn nun der relevanteste? Der EMA 20 im Sinne dessen, dass er in einem Bollinger Band mit drin klebt als Standardeinstellung oder der EMA 50 oder der EMA 55. Das ist eben hier die große Preisfrage und ich kann Ihnen sagen, es gibt keine Antwort. Also kein EMA hat hier den Heiligen Gral auf sich gepachtet und ich habe hier letztlich ja im Sinne der Neudefinition meiner Charts für 2015 das Ganze mit den drei EMAs hier beschlossen und ob ich jetzt den EMA 200 oder 150 oder 250 dazu nehme, ist im Prinzip gar nicht so relevant. Man sieht hier sehr schön, wie die EMAs miteinander tanzen und man sieht eben auch hier, dass die Struktur dahingehend aufgeteilt ist, dass man hier der Tendenz letztlich der EMAs folgt. Aber Jens, an dieser Stelle korrekt, denn beim Bollinger Bändern ist es nicht der EMA, sondern der SMA, also der Simple Moving Average. Hingegen bei den EMAs, die ich verwende, der exponentielle Faktor mit drin steht. Da der Unterschied eigentlich nur, dass die EMAs etwas fungibler sind und den jüngeren Daten sozusagen mehr Gewicht geben. Also gleitende Durchschnitte, auch dazu hatte ich im vergangenen Jahr mal ein JFD-Webinar gehalten. Da ging es auch um verschiedene EMAs, gleichen sich grundsätzlich alle. Es gibt auch Marktteilnehmer, die die SMAs, EMAs und TMAs, also Tringular Moving Average, die man dann praktisch verschieben kann, auch in ihrer Zeitebeneinstellung. Das gleicht dann auch ein wenig der Ichimoku-Wolke, den Sie ja auch wahrscheinlich kennen, den Ichimoku-Indikator. Das ist ja auch letztlich ein Indikator, der hier mit gleitenden Durchschnitten gestrickt wurde. Es gibt, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten, aber grundsätzlich ein paar EMAs im Chart zu haben, ist nie verkehrt, aber daraus sich oder daraufhin sich eindeutig nur auszurichten, halte ich für sehr, sehr riskant. Eine andere Taktik ist ganz klar die Rainbow-Methode. Das ist, wie gesagt, ein Trading-Ansatz, den man dann eben selbst ja, verinnerlichen darf. Und auch der Mitbegründer von JFD Brokers, Lars Gottwig, ist ja hier auch in Deutschland als Rainbow-Trader bekannt geworden, hat das Rainbow-Trading so mehr oder weniger auch populär gemacht, hat es auf keinen Fall erfunden, das sagt er auch selber, das ist auch gar nicht sein Anspruch. Es ist einfach eine Trading-Methode, die schon lange im angelsächsischen Raum und insbesondere im asiatischen Raum, Dalli Gabi lässt grüßen, australischer Trader, australischer Buchautor, hier sozusagen nach vorn gebracht haben und eine Methodik, die im Prinzip das Trendmomentum sehr sauber erfasst. Aber da gibt es viele Möglichkeiten und Sie müssen im Universum der technischen Analyse des Tradings sicherlich auch Ihren eigenen Weg finden. Wir, JFD Brokers, helfen Ihnen da natürlich gern dabei und wenn Sie mögen, dann schalten Sie am besten in der kommenden Zeit wieder ein. Suchen Sie in Kürze dann hier diesen JFD Broker Stream, da oben haben wir ihn, der ist in der Entwicklung, wie gesagt, wird höchstwahrscheinlich nächste Woche spätestens online gehen, vielleicht auch schon diesen Freitag werden wir sehen.
letztlich einfach mal auf Ballhöhe bleiben. Schauen Sie immer wieder mal rum. Ich werde es hier in meinem Stream auch bekannt geben, wenn der JFD-Stream online ist. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie da uns folgen. Dann auch, wie gesagt, automatisch informiert werden, wenn es hier einen neuen Beitrag von uns, JFD Brokers, gibt. Der Kundenservice hat dann auch eine eigene Abteilung sozusagen. Da können Sie auch direkte Fragen in Sachen Brokerage stellen. Nach wie vor Just Fair and Direct. Wir werden da die Offenheit zum Kunden suchen und Ihnen da auch weiterhin mit Transparenz zur Seite stehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Ihnen das heutige Abendwebinar gefallen hat. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Jetzt nach gut einer Stunde würde ich es dann dabei belassen wollen und wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal einen schönen Abend, eine gute Heimreise, hätte ich fast gesagt, eine gute Abkehr vom Bildschirm. Und wie gesagt, bleiben Sie uns treu, kommen Sie bald wieder vorbei und mit besten Grüßen, Ihr Christian Kämmerer. In diesem Sinne, auf bald und ciao dabei.